Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Waffentest. Es geht heute um diese Waffe hier, Bears Bluetooth-Waffe für die Royals, Zacharias Tiersuchende Waffe. Das ist mein Kumpel hier, der Attack Monster. Ich werde seinen YouTube-Kanal in der Videobeschreibung auch noch verlinken. Genau, er hat die gleiche Waffe wie ich für die Royals halt. Und ja, erstmal zu den Fakten. Diese Waffe hat 80 Schuss. Die Reichweite beträgt Mittel und die Feuerrate ist sehr langsam. Ich zeig das mal. So. Wie ihr seht, die Kugeln fliegen eigentlich ziemlich ungerade jetzt, zum Beispiel bei der Waffe. Sie fliegen ziemlich gestreut und haben keine richtige Präzision. Die Waffe kostet seit dem neuesten jetzt 6000 Pfund. Davor war sie eigentlich immer im Rabatt. Sie hat immer 4000 Pfund gekostet. Ich habe sie mir natürlich für 4000 Pfund geholt. Und ja, ich habe viele andere Videos über diese Waffe gesehen, die waren aber nicht so gut. Also alle haben gesagt, diese Waffe ist voll scheiße, diese Waffe ist nicht so gut, keine Kaufempfehlung. Aber ich kann euch nur sagen, ich empfehle euch diese Waffe, weil diese Waffe hat ein Spezialeffekt, sagen wir mal so. Komm her, geh mal auf. Wo bist du? Nein! Nein! Komm her. Ich werde dich hören. Nein, lass mich! Ja, okay, ich hier. Gut, 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 gut. Okay, jetzt warte, komm mal hier raus, weil die Kugeln fliegen halt so komisch. Also, vom Nachladen her ist die ziemlich schnell. Wie ist jetzt fertig? Geh mal ein bisschen weiter weg. Wir testen, oder warte, wir testen es auf kurze Distanz. Also, hier aimt die noch. Also, wie ihr seht, auf kurze Distanz. Junge, Junge! Ja, ich höre schon. So 8, 9 Schaden, das ist so eigentlich fast zu wenig, aber es ist eigentlich auch eine Mittelwaffe. Also. Kurz ich dann, bist du voll gehielt? Heil dich mal. Heil dich. Was? Achso, heil. Nein, ich hab volles Leben. Achso, und ja, da ist einer gerade gejoint. Ja, das macht sogar zwei, egal. Auf jeden Fall, ich schieße jetzt mal auf mittlere Distanz. Geh weg. So. Und wie ihr seht, die Waffe lenkt ihn sozusagen zu ihm, die Kugeln. Und das Coole daran ist, wenn ich ihn jetzt anvisiere und er geht zum Beispiel hinter eine Mauer oder hinter ein Haus oder was weiß ich, die Kugeln fliegen den immer noch hinterher. Lauf mal ein bisschen, renn mal rum. Die Kugeln fliegen den noch hinterher. Und das Gute daran ist, man kann auch viele Postmortems machen, wenn man will. Und ja, mal gucken auf Long Range. Geh mal, bleib mal da. Bleib mal stehen. Ich mach mal so. Warte, da schießt gerade einer auf mich. Ja, mach den kurz platt. Ja, ich mach den gerade platt. Sehr schön. Und noch was dazu zu sagen, diese Waffe funktioniert mit. Funktioniert nicht mit Sperrfeuer. Ein kleiner Test, komm her. Ich hab weniger Leben und wenn ich ihn treffe. Junge, Junge, Junge! Sorry, die Waffe hat das so geschossen. Tut mir leid. Ja. Okay. Ja. Da ist die ganze Zeit dieses hässliche Anvisiergeräusch. Das kommt immer so. Ich glaube, ihr werdet es auch hören. Geh mal auf Long Range. Also geh mal bis zum Haus da hinten. Jetzt werden wir mal gucken, wie weit diese Waffe was für eine Reichweite diese Waffe hat. Also jetzt visiert sie immer noch an. Geh mal auf die Treppe, weil ich kann dich hier nicht so gut anvisieren. Also hier ist ich kann dich immer noch anvisieren, jetzt nicht mehr. Ich bin unter Strafe. Und da schieße ich gerade einen an. Jetzt visiert sie gar nicht mehr. Okay, warte, geh mal runter. Ja, warte kurz. Schreib dir mal ganz kurz. Ja, no kill. Ja, schreib ja die ganze Zeit. Ich glaube, wir tun einen Waffentest machen, ne? Also was ich noch sagen würde, diese Waffe ist eigentlich eine Kaufempfehlung, würde ich jetzt mal sagen. Die ist mal was komplett anderes, weil sie macht einfach nur Fun. Das ist eine lustige Waffe. Guck, ihr seht jetzt auf zweite Distanz. Tu mal Sperrfeuer aktivieren, ihr seht. Okay, Sperrfeuer funktioniert doch mit der Waffe. Wahrscheinlich wurde die hochgepatcht. Aber ja, ich finde die Waffe eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Ihr seht, der ist schon schnell down, muss ich ehrlich sagen. Jetzt machen wir mal so, ich mach mal ein Battle gegen dich, okay? Du mit einer anderen Waffe, also welche Waffe hast du noch dabei? Ich hab die Panzerfaust, dann noch die Anfangswaffe von den Royals und halt Zacharias zielsuchende Waffe. Genau, spielen wir mit der Anfangswaffe. Okay. Rechts zum, warte, wie heißt das, zur Mountstelle, da wo das Wasser ist. Ja, ich seh dich. Ja, geh mal dorthin, weil das ist mir ein bisschen ungestört und dann machen wir mal so ein Battle, also machst du das Maschinengewehr mal so gegen die? Wo bist du? Warum folgen mir jetzt alle? So. Junge! 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 Junge!
Schreib den mal No Kill. Tolles Englisch. Warum? Ja, mach nichts. Ja, ich bin grad nicht. Okay, schieß mal jetzt mit deiner anderen Waffe. Junge, der schießt die ganze Zeit auf mich. Der hört jetzt auf. Komm, schieß mal mit deiner anderen Waffe und es geht los. Juhu. Warum hast du nicht geschossen? Ich dachte nur einmal kurz schießen. Nein, schon ein richtiges Battle. Achso, okay. Okay, er hört jetzt auch auf zu schießen. Ja, okay, komm. Ja, hier. Da, ja, genau. Fängst an. 3, 2. Warte, nein. 3. Ich hätte noch früher angefangen. Aber. Wie ihr seht. Meine Waffe ist einfach. Ja. Wunderschön. Was ich das einzigste, was ich an der Waffe nicht mag, sind diese Stäbchen. Ich meine, die verschwinden ja sogar und sie sind so schlecht eingefügt, sagen wir so, jetzt sehe ich die gar nicht mehr, also ganz wenig. Und die sind. Ja, das tut mir voll blöd aus. Also, dein Fazit, Christian? Ja, die. Also, diese Waffe ist ein. Junge, lass es! Okay. Also. Ja, klar. Das war nicht ich. Ich weiß, das war dieser Litenantrex oder wie der auch heißt. Auf jeden Fall, diese Waffe sollte man sich kaufen. Also wenn man jetzt neu ist und eine Waffe braucht, also die Junge, schieß mich nicht ab. Und also die ist einfach nur zu empfehlen. Ja, und es ist ein bisschen Abwechslung. Also das ist jetzt nicht immer so ein Reskin, was Battlefield eigentlich zu Zeit voll auf macht. Das ist jetzt schon eine ziemlich andere Waffe. Und ja. Ich beende hiermit die Aufnahme. Guckt bei meinem Kumpel noch rein, bei seinem YouTube-Channel. Ich werde die Seite noch verlinken. Und ja, viel Spaß noch und haut rein. Tschüss.